Gut, Shalom Aleichem, wir sprechen heute über Noach. Noach war ein Tzaddik. Wegen ihm ist die Welt gerettet. So wie es steht geschrieben in die Torah, in Abschnitt Noach, das ist Bereshis, also 1. Buch Mosche, Kapitel 6, Pasuk 9. Steht geschrieben, Ele toldot Noach. Noach ist Tzadik Tamim Aya Bedortav, et Elokim Italech Noach. Also steht geschrieben, dass Noach war ein Tzadik. Tzadik ist ein Gerechter, ein besonderer Mensch, der Furcht und Ehre Gott gibt und geht nicht mit die Strömung, er geht gegen die Strömung. Wenn alle Leute machen nicht gute Sachen, er bleibt in seinem guten Duft und in seinem guten Verhalten und Benehmung und er ändert sich nicht. Okay? Verstanden? Gut. Wir werden heute lernen, warum beginnt eigentlich der Ursprung der Juden bei Abraham Avinu und der Nichtjuden bei Noach. Okay? Also warum beginnt nicht das jüdische Volk bei Noach? Wo beginnt Am Israel, wo beginnt die Juden? Sie beginnen bei Abraham. Okay? Unsere Frage ist, warum beginnt nicht Volk Israel bei Noach und es beginnt erst bei Abraham? Noach war zwar ein sehr frommer Mann, wie es auch in die Tora bestätigt, aber er entspricht nicht dem Bild eines jüdischen Tzadik. Er wandelte mit Gott, erzählte uns die Tora, aber nicht mit seinem Nachbarn und Mitmenschen. Er war nur um seine und seines Hauses Frömmigkeit besorgt. Er baute die Arche im Laufe von 120 Jahren und in dieser langen Zeit kam ihm nie der Gedanke, zu Gott zu beten, er möge die Welt vor Vernichtung retten. Man nimmt ihn einen Tzadik in Pelz. Also wie nennt man Noach? Man nennt Noach Tzadik in Pelz. Was ist Tzadik in Pelz? In den alten Zeiten in Europa, dieser Spruch kommt von der Kotzker Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Morgenstern. Der hat gesagt, dass in den alten Zeiten ein großer Rebbe, ein großer Tzadik geht so mit einem formigen Pelzmantel, so schöne, besondere, dass man sieht, dass er ist eine Rebbe, so man sieht auf seine, ja. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Tzadik in Pelz und normale Tzadik? Das gehen wir jetzt lesen. Wie anders war unser Erzvater Abraham, Abraham Avinu. Er bekehrte Männer und Sarah die Frauen. Also Abraham und Sarah haben die Leute beeinflusst. Wie sagt man positiv missionieren? Ich mag nicht das Wort missionieren, aber weißt du, was ich meine? Die Leute dazu zu bringen, beeinflussen, dazu zu bringen, an Gott nahe zu bringen. Also Abraham und Sarah haben zwei andere Sachen gemacht als Noach. Noach hat nicht gebetet für die Menschen und Noach hat nicht die Menschen dazu gewarnt oder Kritik gegeben, sollen sie sich ändern. Aber unser Erzvater Abraham und Sarah, er bekehrte die Männer, sie bekehrte die Frauen, er lehrte sie Moral und Gottes Erkenntnis.
Und als Gott Sodom vernichten wollte, als Hashem wollte vernichten Sodom und Gomorra, diskutierte und kämpfte er mit Gott, um diese Stadt trotz ihrer Frevler zu retten. Okay, verstanden? Das ist jüdische Frömmigkeit, nämlich die Sorge für den Nächsten. Der Rebbe von Kotzk hat den Begriff Tzadik in Pelz erklärt. Wenn es im Haus kalt ist, so gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Haus zu heizen oder sich selbst einen Pelz anzuziehen. Ja, also es gibt zwei Wege, ein Haus, eine Wohnung heizen. Oder legen Holz für alle, heizen den Ofen, denn alle genießen und du genießt auch. Oder du lässt alle zu erkälten und du selbst trägst sich einen Mantel und das nennt man Tzadik in Pelz. Der Unterschied ist folgender. Wenn er das Haus heizt, so genießen außer ihm auch andere die Wärme. Dagegen, wenn er eine Pelz trägt, genießt nur er allein die Wärme, während alle anderen frieren. Das gibt es einen Tzadik, wenn er merkt, dass das jüdische Leben von Kälte geprägt ist, von sich aus versucht Wärme und Begeisterung zu erwecken. Demgegenüber gibt es einen Tzadik, der nur seine eigene Frömmigkeit, Tzadik, sorgt und sich erhofft, er möge nicht mit dem Strom der Ungläubigen mitgerissen werden. Noach sorgte nur für seinen Kreis. Das heißt, er war ein Tzadik in Pelz. Daher kann er uns Juden kein positives Vorbild sein. Okay, darüber will ich heute ein bisschen reden und erzählen. Zuerst gebe ich eine Beweise von die Tora. Steht geschrieben bei Noach am Anfang, Kapitel 6, Pasuk Tet, Ich Tzadik. Was ist Ich Tzadik? Ein gerechter Mann. Nachdem Noach kommt raus von dem Arche, nach dem Sintflut, steht geschrieben in Kapitel 9, Pasuk 20, man nennt Noach plötzlich Ich Ha'adama. Isha Adama bedeutet der Ackerbauer, der Bäuer, der Erde-Person. Noach ist geworden ein Alkoholiker, ein Betrunkener. Also er war zuerst ein Tzadik, aber er war ein Tzadik in Pelz, der hat sich nur gekümmert für die Tiere, für die Familie und nicht gekümmert für die Mitmenschen, für die Nachbarn. Zum Schluss ist er geworden Isha Adama, er ist heruntergestuft in seinen Tzadik. Bei Moshe Rabbeinu ist genau andersrum. Am Anfang nennt man Moshe Ish Mitzri, als Moshe läuft weg von Mitzrayim, von Ägypten nach Midian und er gibt Trinken und hilft die Töchter von Jitro. Sie kommen nach Hause und sie nennen Moshe Ish Mitzri, ein ägyptischer Typ. Später beim Ende von Torah, wie nennt man Moshe? Also wenn man guckt beim Ende von Torah, Abschnitt Vesot Abracha, also 5. Buch Moshe, Kapitel 33, Aleph, Ish Ha'elokim. Was ist Ish Ha'elokim? Ish Mensch. Und Elokim? Gott. Gott, genau, also Gottes Mann. Am Anfang hat man ihn genannt Ish Mitzri, also runter. Und in sein Ende wird er Ish Elokim. Bei Noach ist umgekehrt. Zuerst ist er Ish
Zadik und später wird er Ish Adama. Darüber will ich euch was erzählen. Es gibt zwei Kapitäns, Kapitän von Schiff. Einer rettet sich selbst und rettet auch den Menschen im Schiff. Und einer rettet nur dem Schiff und nur sich selbst. Welcher Kapitän ist größer? Der rettet nur sich oder der rettet sich und die Menschen? Sich und die Menschen. Okay, das ist klar. Deshalb steht geschrieben in Talmud in Sanhedrin, Seite 108, es gibt eine Diskussion zwischen Rabbi Yochanan und Reish Lakish. Reish Lakish sagt, Noach war ein absoluter Zadik in seinen Generationen, in alle Generationen und auch relativ zu dem anderen war Noach immer ein Zadik. Sagt Rabbi Yochanan, nein. Rabbi Yochanan meint, Noach war Zadik relativ zu seiner Generation, wo die anderen Menschen waren nicht so Zadik, sie waren Frevler. Relativ zu den anderen war er Zadik. Jetzt, was ist leichter, zu kümmern auf Tiere oder zu kümmern auf Menschen? Tiere. Also was macht Noach? Er kümmert sich auf Tiere. Auf Hund, auf Katze, Elefant, Zorro. Er rettet die Tiere. Es ist ihm viel leichter, die Tiere zu retten, als mit Menschen umzugehen. Menschen sind schwierig, Menschen sind kompliziert, Menschen sind einzigartig. Jeden Mensch hat seine Sturkopf, Lebens und es ist sehr schwer, Menschen zu ändern. Abraham war der Erste, der hat Menschen überzeugt und mit seiner Begeisterung hat er auch Menschen überzeugt, anders zu benennen. Was heißt das? Ich würde das nennen Tzadik aktiv und Tzadik passiv. Okay? Wie siehst du Noach? Ist Noach Tzadik passiv oder Noach ist Tzadik aktiv? Passiv. Noach ist passiv, genau. Was ist passiv? Er ist Tzadik in Pelz. Er rettet sich allein. Nur sich allein kümmert er und seine Mischproche und seine Tiere. Sonst niemand. Die ganze Welt ertrunkt in Wasser. Es war eine Weltüberschwemmung. Die Welt ist untergegangen. Und Noach hat nicht mal gebetet, mit Hashem diskutiert, für die Leute gesagt, hallo, wake up, call. Er hat gar nichts gemacht. Und Noach war so ein guter Mensch in seinem edlen Gottes Unterstützung. Das heißt, Noach war ein Abhängiger von der Ewigste, von der Ewige, von Gott. So wie es steht geschrieben bei Noach, Eta Elokim Italech Noach. Es gibt zwei Kinder. Ein Kind geht immer mit der Hand mit Vater und ein Kind, ein Großer, geht vor dem Vater alleine. Bei Abraham steht geschrieben, Et Alech Lefanai Ve'yetamin, geh vor mir und sei eine Vollständige. Abraham ist gegangen vor Gott. Das heißt, Gott hat ihn sozusagen von hinten unterstützt. Noach musste eigene Hilfe von Gott die ganze Zeit nehmen. Okay? Wir werden die Idee schließen. Ein Mensch muss in dieser Welt Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen über andere Menschen. Wenn es ist im Wasser zwei Leute gefallen, ein Kind und dein Hund, wo springst du zuerst? Zu dem Kind. Wenn jemand ist bereit zu denken zuerst über seinen Hund und nicht über ein Kind, ist er Zadik in Pelz. Das ist einer, der vielleicht ein guter Mensch, also kein Zweifel, dass es gibt gute Menschen, die sich kümmern über Naturgebiete, Schutz, Klima, Tiere, anders. Aber im Judentum, die erste Stelle ist der Menschen. Was hast du davon, dass die Welt ist schön und die Menschen sind hässlich? Sie werden die schöne Welt. Was würden sie machen mit der Welt? Kaputt machen.
Also du kannst investieren bis morgen in die Welt. 100 kluge Menschen können nicht sauber machen. Einer Brunner, der hat eine Dumme kaputt gemacht. Verstehst du? Also man muss zuerst die Menschen erziehen, lieb, anständig, moral, fair zu handeln in dieser Welt und nicht diese Welt vernachlässigen und zu wissen, diese Welt müssen wir auch übertragen zu der kommenden Generation. Verstehst du? Und gleichzeitig, wenn es gibt Leute von den Völkern, die sich andere Missionen und andere Projekte machen für Tiere, Naturschutz, sehr gut. Weil die gehören zu Bnei Noach und wir gehören zu Bnei Abraham und Moshe. Und bei Abraham und Moshe sieht man, das sind Leute, die kümmern sich an die erste Stelle an Menschen. Und das antwortet unsere erste Frage. Warum beginnt eigentlich der Ursprung der Juden bei Abraham und der Nichtjuden bei Noach? Verstanden? Okay.